Hallo und herzlich willkommen bei Exotenzucht Haag, at home und on tour. Wie ihr sehen könnt, heute mal wieder mit einer At-Home-Folge. Ich stehe hier in unserem Zuchtraum für Theraphosa-Arten, habe hier eine wunderschöne große Theraphosa stirmi gerade dabei und in der Folge beschäftige ich mich mal mit der Fragestellung, wie groß Theraphosa-Arten eigentlich wirklich werden können. Ihr wisst ja wahrscheinlich, laut Guinness Buch der Rekorde ist die größte Vogelspinne der Welt Theraphosa blondi im Guinness Buch mit dem Rekord verzeichnet 175 Gramm Körpergewicht und 28 cm Beinspannweite. Ich möchte die Chance hier heute nutzen, um mal dem Rekord mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, um zu gucken, ob das einigermaßen plausibel ist, was da geschrieben steht, oder dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Bun und ich haben die letzten Tage hier unsere Zuchtbehälter für Theraphosa-Arten neu gemacht, das heißt eine Grundreinigung, neue Erde rein, neuer Kork rein, Behälter desinfiziert. Das machen wir so alle 12 bis 15 Monate. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, einen genaueren Blick auf unsere Tiere zu werfen, zu gucken, ob alles in Ordnung ist, Gesundheitscheck, aber natürlich auch zu gucken, wie groß die Tiere denn eigentlich sind. Das heißt, in dieser Folge bekommt ihr jede Menge große Theraphosas zu sehen und wir wollen mal wirklich mal gucken, wie plausibel dieser Guinness-Rekord eigentlich sein kann. Deswegen hier vorbereitet Meterstab, Messschieber, Küchenwaage und natürlich jede Menge große Theraphosas. Viel Spaß bei der Folge, bleibt dran und jetzt gucken wir uns erstmal ein paar richtig große Spinnen an. Los geht's. So, zum Start habe ich uns jetzt hier mal zwei große Theraphosas nebeneinander gesetzt. Links haben wir Theraphosa blondi und rechts haben wir das eben schon im Intro gesehene Theraphosa stirmi Weibchen. Ein paar Worte zum Unterschied von den beiden Arten. Einmal natürlich das Verbreitungsgebiet. Theraphosa blondi kommt aus Französisch-Guyana und Suriname im Wesentlichen und Theraphosa stirmi trifft man in Britisch-Guyana an. Dieses Weibchen hat dieses Jahr einen Kokon gehabt, hat sich allerdings seit dem Kokonbau schon einmal gehäutet, also ist wieder einigermaßen ansehnlich jetzt, wobei die Häutung auch schon wieder ein paar Monate zurückliegt. Ihr seht aber die Färbung noch recht stark, schönes Schokoladenbraun und vor allem, wenn wir jetzt in Richtung Unterschiede reden gleich, seht ihr bei den Theraphosa stirmis auf den Beinen eine recht kurze samtige Behaarung mit nur einzelnen längeren Haaren an den unteren Beingliedern. Und wenn wir jetzt mal zur Theraphosa blondi rüber schwenken, dieses Weibchen übrigens nach dem Kokonbau dieses Jahr noch nicht gehäutet, deswegen sieht die dann nicht ganz so schick aus aktuell, aber trotzdem natürlich ein wunderschönes Tier. Und wenn ihr euch das jetzt mal ein bisschen genauer anguckt, dann seht ihr, dass dieses Tier, also eine Theraphosa blondi, auf den Beinen eine ganz, ganz lange rötliche Behaarung hat. Also hier im direkten Vergleich, Größe ungefähr gleich. Die Stirmi ist etwas größer, hat aber jetzt erstmal nichts zu sagen, ist einfach ein älteres Tier. Die Blondi etwas kleiner, aber hier eben die lange Behaarung auf den Beinen bei Theraphosa blondi und bei Theraphosa stirmi eine schöne kurze samtige Behaarung. Hier hinter mir seht ihr jetzt die schon vorbereiteten neuen Zuchtbehälter. Das heißt, hier neue Erde drin, neuer Kork drin, wie vorhin schon gesagt, aber noch keine Tiere. Die Tiere sitzen im Zuchtraum in schönen kleinen Plastikdosen, damit wir sie uns in Ruhe angucken können. Und da gehen wir jetzt gemeinsam hin. So, wie gesagt, haben wir jetzt die Tiere, um die Behälter reinigen zu können, alle hier schön rausgefangen, sitzen jetzt in den kleinen Plastikdosen drin. Und das gibt uns jetzt natürlich erstmal eine Möglichkeit, hier mal uns einen kurzen Überblick zu verschaffen. Es geht hier vorne los mit Theraphosa blondi. In Summe sind das hier 8 Blondi-Weibchen. Teilweise frisch gehäutet, teilweise auch erst vor der Häutung. Wirklich ein paar echt große Exemplare auch dabei. Und dann geht es hier drüben weiter mit Theraphosa stirmi. Hier am Anfang erstmal die Tiere, die noch nicht gehäutet haben nach dem Kokonbau. Deswegen die Färbung nicht ganz so schick. Hier geht es weiter. Auch nicht gehäutete Tiere. Und jetzt geht es hier los mit denen, die schon gehäutet haben und auch teilweise schon echt schön angefüttert sind für die nächste Verpaarung. Es sind keine trächtigen Tiere dabei. Die trächtigen Tiere haben wir gestern schon umgesetzt. Die sind also schon wieder in den Behältern und die möchte ich auch nicht allzu viel stressen hier für Videoaufnahmen etc. Deswegen begnügen wir uns für unsere Rekordsuche hier mal mit dieser Auswahl. 27 schöne Theraphosas, davon 21 Stirmis und in dem Fall
8 Blondies nochmal im Schnelldurchgang zurück. Und jetzt werde ich einfach mal die größten Tiere raussuchen und dann gucken wir uns die mal ein bisschen aus der Nähe an. So, ich habe meine Vorauswahl getroffen. Ich habe 4 schöne große Theraphosa Stirmi und 4 schöne große Theraphosa Blondi ausgesucht. Die zeige ich euch jetzt gleich aus der Nähe und dann vermessen und wiegen wir die Tiere mal. Und ich bin gespannt, ob da ein Tier dabei ist, das annähernd an den Guinness Buch der Rekorde Rekord herankommen kann. So, hier jetzt nochmal in der Nahansicht die Tiere, die ich ausgesucht habe. Hier linke Seite einmal 4 Stück Theraphosa Stirmi, rechte Seite 4 Stück Theraphosa Blondi. Ich habe die Behälter hier entsprechend beschriftet. Bevor wir uns jetzt ans Ausmessen und Wiegen machen, noch eine Frage an euch. Was glaubt ihr, wer wird tatsächlich größer, Theraphosa Stirmi oder Theraphosa Blondi? Was ist die größte Vogelspinnenart der Welt? Was ist eure erste Idee dazu? Schreibt es nachher gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie viele die richtige Antwort nachher kennen. So, wir starten jetzt mal mit dem Wiegen, damit hier alles seine Ordnung hat. Auch erstmal hier schön die Waage nullen. Der Behälter hat 25 Gramm. So, hier sind unsere momentanen Spitzenreiter, was das Gewicht angeht. Hier links die Stirmi mit 100 Gramm, rechts die Blondi mit 102 Gramm. Man sieht es auch, denke ich, schön im Vergleich, annähernd gleich groß, annähernd gleicher Ernährungszustand. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Gewicht eine absolut relative Größe ist. Je mehr die Tiere gefressen haben, desto mehr Körpervolumen haben sie natürlich auch, desto mehr Gewicht haben sie. Dementsprechend ist also sicherlich eine Gewichtsangabe mit Vorsicht zu genießen. Die zwei Tiere jetzt hier sicherlich nicht die allergrößten, aber auf jeden Fall die, die den aktuell besten Ernährungszustand haben. Allerdings von unserer Rekord-Guinness-Buch der Rekorde Blondi mit 175 Gramm dann doch eine ganze Ecke entfernt. Schauen wir jetzt aber mal, was das Ausmessen ergibt. So, hier sehen wir jetzt unsere Theraphosa Blondi, die nach Gewicht vorne liegt. Das Tier hat ja ein Gewicht von 102 Gramm auf die Waage gebracht und jetzt hier mal zu gucken, die Spannweite, also vorne ausgerichtet, hier vorderes Laufbein vorne links zu den beiden hinteren Beinen, ziemlich genau 20 cm. Nachdem ich jetzt bei dem einen Tier hier mal die Spannweite gemessen habe, möchte ich jetzt aber auch nochmal den Durchmesser vom Carapax messen. Dazu nehme ich hier den Messschieber. Und das mache ich jetzt einmal mit allen Tieren durch. Damit es euch jetzt nicht zu langweilig wird, mache ich das Ganze im Schnelldurchgang für euch im Zeitraffer und wir gucken uns dann nachher die Ergebnisse an. Okay, unsere Messaktion ist abgeschlossen. Ich habe die 8 Tiere vermessen können, habe die Ergebnisse hier entsprechend dokumentiert. Das gucken wir uns jetzt gleich zusammen an. Ich möchte noch eine Sache loswerden. Ihr habt es in dem Zeitraffer gerade gesehen. Ich fasse die Tiere natürlich mit der Hand an. Macht das bitte keinesfalls zu Hause nach, wenn ihr nicht ausreichend Erfahrung habt. Ne? Ein Biss von einer Theraphosa kann extrem schmerzhaft sein. Die Tiere haben sehr, sehr lange Zähne. Und ich mache das nur deswegen, weil ich mich wirklich sehr, sehr gut auskenne, weil ich Erfahrung damit habe und genau weiß, wie stark ich die Tiere greifen muss, damit ihnen und mir nichts passieren kann. Deswegen hier bitte sowas nicht zu Hause nachmachen, ohne ausreichende Erfahrung. Ihr habt auch gesehen, die Tiere haben einiges an Brennhaaren abgeschossen. Dagegen schütze ich mich mit Handschuhen, mit einer langen Jacke und natürlich hier mit unserem Staubsauger, den ihr wahrscheinlich immer wieder mal im Einsatz gesehen habt.
Das Gerät hat einen Wasserfilter, sodass die Brennhaare entsprechend ganz gut aus der Luft rausgenommen werden. So eine Aktion hier war wirklich heute nur eine Ausnahme, um einfach mal aufzuzeigen, wie die Maße bzw. das Gewicht der Tiere ist in Relation zu unserem Guinness-Rekord. Ansonsten bin ich natürlich kein Freund davon, Tiere zu händeln und Stress zu verursachen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das wollte ich an der Stelle nur noch mal loswerden. Passt auf euch und eure Tiere. Und jetzt gucken wir uns aber die entsprechenden Ergebnisse an. Okay, hier jetzt einmal zusammengefasst die Ergebnisse von den 8 Tieren, die wir gemessen haben. Hier links einmal die Tiere dargestellt. S1 für Stürmi 1 bis B4 für Blondi 4. Gemessen haben wir Körperlänge. Da haben wir eine Range von 9 cm bis 10,2 cm. Wir haben gemessen den Carapax-Durchmesser. Da haben wir eine Range von 35 mm bis 40 mm. Die Spannweite, eine Range von 17 cm bis 20 cm, also 20 cm sind die Spitzenreiter, und das Gewicht, wie ganz am Anfang schon gesehen, zwischen 77 und 102 Gramm. Heißt also, höchstes Maß, was wir erreicht haben im Vergleich zu unserem Guinness-Rekord, 20 cm Spannweite und 102 bzw. 100 Gramm Körpergewicht. Okay, lasst uns mal zu einer Zusammenfassung kommen. Fazit: Wir haben 27 Tiere entsprechend zur Auswahl gehabt. Wir haben 8 Tiere in die nähere Auswahl genommen. Das hier sind unsere beiden Spitzenreiter gewesen. Einmal Theraphosa Blondi mit 20 cm Spannweite bei 102 Gramm Körpergewicht und einmal Theraphosa Stürmi ebenfalls mit 20 cm Spannweite bei 93 Gramm Körpergewicht. Allerdings das Körpergewicht hier in Anführungszeichen, weil Tier ist frisch gehäutet. Heißt also, bei den Tieren, die wir uns hier genauer angeguckt haben, fehlt eine ganze Ecke zu diesem Guinness-Rekord von 28 cm und 175 Gramm. Wie muss man das jetzt einordnen? Also als erstes gilt festzuhalten, in unserer Zucht haben wir aktuell keine extrem alten Tiere. Alle Tiere, die wir jetzt hier gesehen haben, sind im besten Zuchtalter. Das heißt, in 3-4 Jahren haben die natürlich noch mal einiges an Volumen, an Körperlänge, an Gewicht, an Spannweite dazu gewonnen. Ich muss sagen, die größten Tiere, die ich bisher pflegen durfte, waren einiges größer als die Tiere, die wir jetzt hier gesehen haben. Ich habe sie allerdings nie richtig ausgemessen. Ich würde jetzt mal schätzen, im Vergleich zu den Tieren werden diese circa bei 24 cm Spannweite gelegen haben. Und das waren dann wirklich extrem große Tiere. Wie ordne ich das jetzt zu diesem Guinness-Rekord im Vergleich ein? Ich würde sagen, hier diese 175 Gramm Körpergewicht könnte ich mir gegebenenfalls vorstellen, dass ein extrem großes Tier extrem überfüttert wird und dann wirklich hier ein Abdomen hat wie so ein Tennisball, ne, und dann tatsächlich so dieses Gewicht auf die Waage bringt. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass das dann für den Organismus nicht mehr gesund sein kann. Was das Thema hier Spannweite angeht, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich zeige euch mal auf hier 28 cm, ne, das wären 28 cm, das ist schon extrem viel. Jetzt ist hier natürlich die entscheidende Fragestellung, wie wurden die gemessen? Ihr habt es ja vorhin gesehen oder ihr wisst es, eine Vogelspinne im lebenden Zustand sitzt immer mit leicht angewinkelten Beinen da. Da auf 28 cm zu kommen, das halte ich doch für sehr unrealistisch. Wenn das Tier natürlich dann verendet war und man hat es tot gemessen, indem man die Beine wirklich ausgestreckt hat, dann könnte ich mir vorstellen, sind 28 cm realistisch am lebenden Exemplar, aber wie gesagt nicht. Heißt also, so dieser Guinness-Rekord ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die entscheidende Frage ist jetzt für uns hier aber, wie vorhin schon adressiert an euch hier, wird jetzt eigentlich Theraphosa Blondi oder Theraphosa Stürmi größer? Hier kann ich natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich Theraphosa Stürmi, die etwas größer wird. Die Tiere, die ich über viele Jahre pflegen konnte, pflegen durfte und die dann wirklich richtig groß geworden sind, das waren im Vergleich dann doch immer die Theraphosa Stürmis, die einfach nochmal ein Stück weit massiger, größer und auch sicherlich schwerer werden als Theraphosa Blondi. Nicht allzu viel, aber doch entsprechend schon ein sichtbarer Größenunterschied. Also meiner Meinung nach größte Vogelspinne der Welt, nicht Theraphosa Blondi, sondern Theraphosa Stürmi. Zum Abschluss würde mich jetzt natürlich extrem interessieren, wie sieht es denn bei euch zu Hause aus? Habt ihr Tiere, die größer sind als die, die ihr heute bei uns gesehen habt? Habt ihr vielleicht sogar Tiere, die
entsprechend an diesen Guinness-Rekord herankommen? Wenn ja, schreibt es uns rein. Wenn nein, schreibt es uns auch rein. Ne? Von großen Tieren schickt auch gerne ein Foto dazu, wenn es irgendwie möglich ist. Lasst uns eine kleine Diskussion anfangen. Das würde mich wirklich interessieren. Und natürlich auch eure Ursprungsmeinung hier, Stirmi oder Blondi. Was ist größer, beziehungsweise was ist eure eigene Erfahrung dazu? Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Liked gerne den Kanal, liked das Video, folgt uns weiter und bis zum nächsten Mal bei Exotenzucht Haag at home und on tour. Ciao, ciao.